Konnichiwa, meine lieben Autohub-Zuschauer. Das ist vermutlich das Review, auf das richtig viele richtig lange schon gewartet haben. Denn den neuen Nissan Leaf, den habe ich euch live präsentiert damals bei der Weltpremiere in Japan. Japan war immer ein Ausflug wert. Heute sind wir in Offenbach und haben den neuen Nissan Leaf und heute können wir ihn dann endlich fahren. Und dass er jetzt an der Steckdose hängt, das hat wiederum nichts damit zu tun, dass wir es mit dem Laden wieder nicht hinbekommen hätten. Das ist so ein kleiner Sidekick auf den Hyundai Ioniq. Wer das Video noch nicht kennt, einfach mal runterschauen, Hyundai Ioniq, dann wisst ihr, was ich meine. Nein, das liegt daran, ich möchte euch gern eines der größten Probleme, oh, jetzt hängt der schon wieder ein E-Auto-Video mit Problemen an, ne? Der will doch bloß das Thema bashen. Nein, ich will es nicht, aber es gibt nicht mehr viele Probleme. Aber eins oder zwei, die gibt es noch. Und auf die möchte ich auch eingehen in diesem Video. Neben dem neuen Nissan Leaf in der zweiten Generation. Und damit herzlich willkommen bei Autohub. Mein Name ist Björn Habiger, meine Freundin nennt mich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt fahren wir den neuen Nissan Leaf. Ist er nämlich geladen, der Nissan Leaf. Wir laden nämlich hier gerade über den CHAdeMO, den Schnelllader, die Ladesäule hier. Wir müssen es da oben ein bisschen abblenden. Da steht nämlich Honda drauf. Das wollen wir natürlich nicht zeigen. Die Ladesäule steht in Offenbach und hinter uns ist das Honda R&D Center. Das soll man auch nicht sagen. Und er kann hier mit 50 kW laden. 50 kW ist bei einem Auto mit einer 40 kW Batterie dann schon mal ganz ordentlich, ne? 50 Kilowatt in der Stunde kann er laden. Und das ist ein CHAdeMO-Stecker und das ist eine Triple Charger-Säule. Und die Säule könnte sogar mit 150 laden. Und die Säule besitzt einen CCS, den Combined Charging-Stecker. Den kennt ihr, den haben wir auch euch schon mal gezeigt. Der war zum Beispiel am Hyundai dran. Und er besitzt, ey, das ist übrigens eine richtig tolle Säule, die macht einen richtig guten Eindruck. Und einen klassischen Typ-2-Stecker, der ist auch noch dabei. Und eben den CHAdeMO. Und warum stehen wir an der Säule? Nun, vielleicht dazu eine kurze Geschichte und die erklärt, warum das Einzige, was es wirklich, warum fange ich mit einem Problem schon wieder an? Das Auto war, weil ich in Peking war, ist das Auto bei meinem Kamerakind Florian angekommen. Hinter der Kamera natürlich wieder Kamerakind Florian. Der hat das Auto bekommen und der sagte sich, naja, wenn wir heute das Video drehen, dann will der Habi bestimmt, dass das Auto vollgeladen ist. Da hat er ja recht, ne? Ja. Und er hat dann nach Schnellladesäulen geguckt und er ist zu der nächsten Schnellladesäule gefahren. Und da, Florian, hast du was hast du festgestellt? Der Stecker passt nicht. Schnellladesäulen sind nicht Schnellladesäulen, musste Flo merken. Es ist ein reiner Anfängerfehler, natürlich. Ja? Mir geht es nicht darum, das eine schlecht zu reden, das andere besser zu reden. Es geht einfach nur darum, dass man sich wirklich vorher mit seinem Auto einmal beschäftigt haben muss. Und du kannst den Nissan Leaf schnell laden. Der Stecker nennt sich aber CHAdeMO, der Anschluss. Ist eine typische japanische Variante. Und leider haben wir in Deutschland vor allen Dingen den CCS-Stecker. Denn all die deutschen Hersteller haben sich auf diesen Anschluss geeinigt, auf diesen Stecker geeinigt. Und das führte so weit, dass sogar die Säulen, die gefördert wurden, irgendwann mal keine CHAdeMO-Stecker mehr haben durften. Wenn diese ganze, in meinen Augen fast schon ein Skandal, ein bisschen interessiert, einfach mal googeln. Ladesäulenverordnung, CHAdeMO-Stecker. Ja, Flo hat also gemerkt, die Säule, zu der er gefahren ist, ist ein CCS, passt aber hier nicht. Hier passt ein CHAdeMO und ein Typ 2, ein Mennekes. Über diesen Typ 2 könnte man theoretisch auch mit 22 kW laden. Immerhin 22 kW. Leider kann es der Leaf nicht. Der Leaf lädt hierüber nur einphasig. Einphasig hier drauf bedeutet maximal 7,3 Kilowattstunden. Und das war sie. Das war meine fundamentale Kritik am Nissan Leaf. Das war's, das Video. Bis dahin, auf wieder. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir schauen uns natürlich den Nissan Leaf noch ein bisschen mehr im Detail an. Aber das müssen wir einfach vorher mal besprochen haben. Ich weiß, viele von euch da draußen interessieren sich mittlerweile für das Thema Elektromobilität. Das finde ich gut. Mir macht es Spaß. Aber das muss man im Hinterkopf behalten. Es gibt ein bisschen Lobbyismus und Politik bei der ganzen Thematik. So, mittlerweile ist er im Übrigen auch vollgeladen. Ich kann mal gucken, ob ich ihn hier
stoppen kann, 96%. Er lädt nur noch mit 4,7 kW. Er hat uns 24 kW gegeben. 17 Minuten soll er noch laufen. Wir halten ihn jetzt an. Anhalten. Also jetzt. Zack. Laden wird beendet. Übrigens, liebe Hyundai-Presseabteilung, diesen wunderbaren Stecker, den hat sich Flo nicht selber geholt, diesen RFID. Dieses von Plugsurfing.com, stammende RFID-Stecker für die Abrechnungssysteme, den legt die Nissan-Presseabteilung ihren Elektroautos bei. Ja? Okay. Draufdrücken. Das da ist also Shademo. Vielleicht hier nochmal anschauen. Beides Schnellladesysteme, beides in der Zukunft mit 150 kW und mehr ladefähig. Beides die Lösung für kurze Ladezeiten. Den da, der hat allerdings politisch in Europa gewonnen. Der da, der kommt vor allen Dingen aus Asien. In Amerika funktioniert es auch mit Shademo, komischerweise, nur bei uns. Gut, da überlasse ich jetzt einfach mal den Kommentarzeilen, die Kommentarzeilen euch. Ihr werdet schon die richtigen Ideen haben, wieso das so ist. Stecker zu und jetzt den neuen Nissan Leaf. Nachdem wir ihn in Japan nur in der Halle anschauen durften, dürfen wir jetzt endlich fahren. Und ich möchte euch einladen, fahrt mit. Der Nissan Leaf ist auch deswegen so wichtig, weil es im Prinzip das wichtigste Elektroauto bis dato ist. Ja, es sind nämlich nicht die Tesla-Jungs aus Kalifornien, die das Thema Elektromobilität so massiv nach vorne gebracht haben, auch wenn deren Fans mit Sicherheit am lautesten sind und deren PR-Botschaften überall in der Welt rumschwirren. Der Nissan Leaf ist das Auto, das seit jetzt 7 Jahren, das ist in der zweiten Generation, vor 7 Jahren kam er auf den Markt, ziemlich genau sogar, vor 7 Jahren angefangen in den Vertrieb zu gehen, die meisten Erfolge eingefahren hat. Das sind Erfolge dabei wie das erste Elektrofahrzeug, der in der Geschichte des Wettbewerbs zum europäischen Auto des Jahres gewählt wurde. Der Nissan Leaf hat 2011 den Engine of the Year Award einer amerikanischen Zeitung bekommen. Dabei hat er gar keinen Verbrennungsmotor. Leaf World Car of the Year und dann kommen die Verkaufsrekorde, lalalala, alles nach und nach. Und am Ende hat der Leaf schon über 300.000 verkaufte Einheiten, beide Generationen. Und das wird so weitergehen. Da bin ich mir davon überzeugt, 300.000, was sind 300.000 verkaufte Einheiten? Okay, 300.000 verkaufte Einheiten. Wenn wir also uns zum Beispiel hier den Opel Corsa, das ist übrigens nicht Jans Opel Corsa, nicht Jan von Ausfahrt TV Opel Corsa. Ihr wundert euch, glaube ich, dass ihr immer noch kein Video von ihm gesehen habt. Müsst ihr eben nochmal in den Kommentaren, Jan, wo bleibt denn das Corsa-Video? Der Opel Corsa von dem ehemaligen Nähmaschinenhersteller aus Rüsselsheim. Das da, der Opel Corsa B, der wurde auch 7 Jahre gebaut. Also genauso lang, wie es den gab, wobei wir jetzt hier in der zweiten Generation sind und der gab es eine Generation. Den gab es in 20 Ländern auf der Welt und der wurde, auch als es den C-Corsa gab und die Nachfolgeration des Nachfolgers, immer noch in dieser Plattform gebaut und als Modell gebaut. Und es gab ihn als Combo, es gab ihn als Kombi, es gab ihn als Coupé, als Limousine, als whatever. Der bringt es auf 5,2 Millionen Einheiten. Um das mal ein bisschen zu relativieren. Aber jetzt werdet ihr sagen, naja, 300.000, 5,2 Millionen ist relativ einfach. Auf dem Bankkonto ist der Unterschied dann auch sehr, sehr groß. Ja, ist es. Aber das da ist ein Auto aus einer Nische. Und das da war eine ganze Plattform für Dutzende von Modellen mit, ich weiß nicht, 30, 30 verschiedenen Antriebsvarianten. Diesel, Benziner, die gab es sogar auch als Erdgas, meine ich. Deswegen, der Nissan Leaf ist in meinen Augen, ja gut, er ist in meinen Augen, ich meine, er ist de facto laut Wikipedia das erfolgreichste Elektroauto dato.
Und ich glaube, die zweite Generation wird das auch sehr erfolgreich fortsetzen. Und um mal so ein bisschen zu ergründen, was er so zu bieten hat, sollte man uns jetzt mal genauer anschauen. Und ich habe ja einen wichtigen Side-Fact. Ich habe letztens mal gefragt, hilft es euch eigentlich, wenn ich diese technischen Daten so runterlese, ja, also Länge, Breite, Höhe und so weiter. Und da hat einer gesagt, ich soll es doch in Fußballfeldern sagen, ja, weil man sagt ja immer, das ist so und so viele Fußballfelder groß. Der Nissan Leaf ist ein 1/26 eines Fußballfeldes lang. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und jetzt gehen wir in den Innenraum. Der Innenraum, Nissan Leaf, zweite Generation. So, ihr kennt das, habe ich immer ganz authentisch. Ich fahre das Auto heute zum ersten Mal. Ich war ja die letzten Tage in Peking, in Beijing. Und auch die Fresse-Fahrveranstaltung. Bei Presse denke ich halt immer an die Buffet-Fräsen. Auch die Pressefahrveranstaltung konnte ich bisher noch keine mitnehmen. Zum Glück hat aber Nissan irgendwann mal gesagt, ach komm, dann bringe ich deinem Kameramann das Auto vorbei und dann dreht er den halt sonntags. Also vielen Dank auch, Nissan, wir drehen ihn halt sonntags. Und deswegen habe ich mir jetzt auch die Preisliste nochmal in die Hand genommen. Ich muss das mit euch gemeinsam durchgehen. Ich habe das nicht alles im Kopf. Wir fahren also einen in der Tekna-Ausstattung. Bei Nissan gibt es immer drei verschiedene Akzenta. Akzenta heißt die eine und Tekna ist auf jeden Fall immer die höchste Ausstattungsvariante. Also wir fahren einen Nissan Leaf in der höchsten Ausstattungsvariante und der hat hinzubekommen als extra Dach- und Außenspiegel abgesetzte Farbe, also zwei Farblackierungen, kostet ein Tausender und das ProPilot Parksystem geht extra, kostet nochmal ein Tausender und dann kostet der ganze Wagen 42.100 Euro. Der Tekna Basis wäre 39.850 Euro und der Nissan Leaf Grundpreis liegt bei 31.950 Euro. Das ist so ein bisschen zum Einsortieren des Innenraums, der Ausstattung, der Qualität. Der Tekna hat, wie das glaube ich bei allen Baureihen ist bei Nissan so, serienmäßig das große System, nennt sich Nissan Connect EV, hat ein 7 Zoll Display, 6 Lautsprecher und ich eine Ameise auf dem Hemd. Wie wir es immer kennen, ist also das große Navi-System drin. Ausstattung ist gut. Zusätzlich habe ich gesehen, er hat Bose Lautsprecher. Das hat schon ganz guten Bums gehabt vorhin. Können wir vielleicht nochmal gemeinsam machen. Was mir aber auch gleich auffällt im Auto ist, und das habe ich aus der Vorstellung von Japan, aus Tokio, nicht mehr so im Kopf. Ich habe das Gefühl, ich sitze sehr hoch. Ich hatte das Gefühl, wir wären in Japan. Ich hätte da, das war ein rechtsgelenktes Modell. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es daran liegt. Aber ich fühle mich so ein bisschen zu hoch. Also ich finde, der Sitz ist zu hoch eingebaut. Das hat natürlich, die Bauhöhe hat natürlich einen Grund. Also das Auto hat ja ein klassisches Kompaktdesign, sprich, One and a half box, also vorne eine Motorhaube, hinten ein Steilheck. Vorne ist auch der E-Motor und die Leistungselektronik, aber unter uns, unter dem Fahrzeugboden im Prinzip, da wo wir unsere Füße drauf haben, da ist die Batterie drin. Das sind 192 Zellen, 350 Volt Spannung. Ah, 350 Volt Spannung, ah, gefährlich, das Auto wird... Ja, die Leute, die so reagieren, sollten sich überlegen, was wohl passiert mit 50 Liter Super Plus im Tank. Richtig, es passiert nur in Hollywood viel. Also ich finde eigentlich, das war jetzt wieder ein unnötiger Sidekick. Wir müssen uns mal auf das konzentrieren, was hier drinnen auffällt. Und ich habe genug Platz. Ich habe erstaunlich viel Platz nach oben, dafür, dass ich mich so hoch sitzend fühle. Also sitze ich doch nicht hoch? Dann ist die Schulterlinie bloß so niedrig? Ich glaube, was mich am meisten irritiert, ist, dass das Lenkrad... Das ist schon ganz oben. Wenn ich es ganz runter mache, kann ich mit dem Penis... Vergesst das. Also könnte ich ein bisschen höher machen, hätte ich nichts dagegen, wenn es ein bisschen höher wäre. Ich glaube, das ist das wirklich das Gefühl, weil die Armlehne passt auch. Und hier der Arm drauf, ja, wenn wir schon den Opel Corsa vorhin hatten, können wir hier auch die Manta-Sitzhaltung. Manta, ja. Nur das Lenkrad ist mir zu niedrig. Ich hatte das Gefühl in Japan, als wir uns das erste Mal reingesetzt haben, habe ich zugenommen?
Ist mein Arsch dicker? Ich freue mich auf eure sachdienlichen Hinweise. Wenn ihr das erste Video geschaut habt und jetzt das Video schaut, woran das wohl liegen kann, dass ich das Gefühl habe, ich sitze höher. Ergonomie ist gut. Rundumsicht finde ich auch in Ordnung. Wobei man natürlich schon da hinten die dicke C-Säule sieht. Allerdings haben wir ja 360-Grad-Kamera hier an Bord. Man sieht also gut rund ums Auto herum. 360 Grad ist mit drinnen. Von daher, es bleibt natürlich zu bemängeln als kritischer Autotester. Gut. Ansonsten fällt auf, der Schaltknüppel ist kein Schaltknüppel, sondern ein Knüppelinchen. Ja, also so auf D, auf Fahren, so auf Rückwärts und so in Neutral und so in Parken. Hätte man auch einfach nur Tasten machen können und hier noch einen zusätzlichen Cupholder rein. Hier sind also zwei Cupholder, da unten ist eine Ladeschale. Da hast du schon wieder eine GoPro versteckt, Flo. Hallo, liebes Publikum. Und was mir in Japan schon aufgefallen ist, ist das Sitzpolster. Das Sitzpolster ist gut, schön gepolstert. Die Verarbeitung ist gut. Okay, das da, guck mal. Es ist hartes Plastik. Was tut es? Es ist hart. Mir geht nicht so der Gag. Ne? Ich gebe euch jetzt mal mit der Kamera noch einen dezidierten Blick aufs Cockpit und den Instrumententräger. Dann seht ihr, was ich sehe. Und das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Und da bin ich dann bei euch. Denn die Mischung von nicht alles digital, sondern ein großes Display und einen großen analogen Tacho, das ist durchaus ein bisschen ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz schränkt das die Funktion von dem großen Display hier nicht ein, auf dem du wirklich alle Bereiche durchspielen kannst. Audio, dann deine Navigation, dann hast du hier die Environmental Geschichte, also dein Energieverbrauch der letzten Tage und letzten Monate. Da hast du ein Informationsdisplay mit einem Tacho, Luftdruck, Verbrauch, also Bordcomputer 1 und 2, Fahrwerksregelung, erlaubte Geschwindigkeit, Tempomat-Assistenzsysteme. Hier kannst du das Auto einstellen. So, und dann noch weiter. Und da hast du hier nochmal so eine dezidierte Anzeige für die gesamte E-Geschichte. Also hier seht ihr es auch. Der Akku ist fast 100% voll. Und wenn ihr jetzt mit 50 kW laden würdet, bräuchte man trotzdem 35 Minuten. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass Strom nicht wie Wasser immer in der gleichen Intensität fließt, egal ob das Becken unten jetzt voll wird oder nicht. Das ist die Atome, die müssen sich sortieren. Ja, die Elektronen. Ich hoffe, es hört jetzt kein Elektroingenieur zu. Das wird mich ganz schön entzaubern. Also man kann mit bis zu 50 Kilowattstunden laden, aber du kannst nicht die ganze Zeit so viel reinpressen. Ich erkläre es mal bewusst einfach, damit ich mich dabei nicht verhadere. So, deswegen jetzt noch 36 Minuten, um die letzten 7% reinzupacken. Und wer Zeit hat, sich auf Wikipedia zum Thema Batterien schlau zu machen, der schreibt mit Sicherheit unten drunter einen ganz geilen Kommentar, warum ich mich A nicht vorbereitet habe, warum ich B mein Physikstudium abgebrochen habe und warum ich C sowieso überhaupt keine Ahnung davon habe. Und er wird mir es dann erklären und darauf freue ich mich, dann haben wir alle was davon. Man sieht zusätzlich die Batterietemperatur dort unten drinnen. Ja, ist interessant mit der, ja, also wenn die Batterie heiß wird, dann möchte sie auch nicht mehr die volle Leistung abgeben. Interessant. Die Batteriekapazität, also ist sie noch gut bei Gesundheit oder ist sie nicht gut bei Gesundheit? Aber das Auto ist ja erstmal 1800 Kilometer alt, das ist natürlich super bei Gesundheit. Habe ich einen Kritikpunkt? Ja, ich habe einen super dämlichen Kritikpunkt gefunden. Und zwar ist das. Das da ist die Sitzheizung für die Hintensitzenden und die ist untergebracht in der Beifahrerlehne vorne und ist für beide Seiten. Also irgendjemand hat da im Produktentwicklerteam, irgendwann hat er mal gepennt, hat nicht aufgepasst. Ansonsten, schönes Cockpit, wenig futuristisch, wenig übertrieben. Auf diesen Taster E-Pedal und auf diesen Taster komme ich gleich beim Fahren. Jetzt müssen wir erstmal, ihr kennt das, wo vorne ein Hubby sitzt, passt hinten noch ein Hubby rein, müssen wir machen. So, Einstieg und auch da
Da fällt auf, also zum einen ist es ja verwunderlich, dass das Auto eine Art Kardantunnel hat. Kamera? Kardantunnel. Kardantunnel? Kardantunnel, Kamera, Kamera, Kardantunnel. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass die Batterien da mit untergebracht werden, vermute ich. Also irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Was man aber auf jeden Fall merkt, ist, dass der Boden sehr, sehr hoch ist. Und das sieht man jetzt daran, kannst du mal so, film mich mal so, dass man das so sieht, dass ich hier so auf so einem hohen Sofa hocke und die Beine so hoch sind, ohne dass ich dick wirke. Schwierig, ja? Ja, ging. Okay. Aber was auffällt ist, es passt vorne ein Hubby in perfekter Sitzposition rein, nur ein bisschen hochgefühlt. Und hinten passt auch ein Hubby rein. Würde ich so auf Dauer lange fahren wollen? Nee, nicht. Aber da kommen wir ja auch gleich dazu. Vom Thema Neft und Reichweite her ist das ja sowieso eher so ein Ding für mal kurz zwischen rein. Richtig? Richtig. Gut, Höhenverstellung hat heute auch nicht mehr jedes Auto. Manchen Autofahrern ist dieses Thema mit der Gurthöhenverstellung ja unheimlich wichtig. Ich glaube, ich habe schon lange keine Gurthöhenverstellung mehr benutzt. Es hat immer alles so funktioniert. Aber auch hinten ist das Rückenpolster gut. Ich sitze schön aufrecht, habe ein bisschen weniger Kopffreiheit als vorne. Aber du kannst ruhig 4 Hubbys hier reinsetzen. 5 Hubbys definitiv nicht. Gut. Dann lasst uns zum Kofferraum gehen. Und da hat jemand gesagt, ich soll den Kofferraum in Fußballfeldgrößen angeben. Das wäre total schwierig, weil in den Pressemappen stand jetzt nicht drin, wie tief der ist und wie breit er ist, sondern nur die Literangabe. Das passt rein. Was auffällt, wenn du hier reinschaust in den Kofferraum, ist, dass es ein ganz schön tiefes Loch ist und die Tekna-Ausstattung hat auch noch ein anderes Problem. Die Tekna-Ausstattung hat ein bisschen weniger Laderaum, weil, also der Ladeboden und die Kante hier, die haben natürlich alle, aber der Tekna hat zusätzlich vom Soundsystem hier noch einen Subwoofer. Hier, einen Subwoofer. Und der raubt dir so ein bisschen Platz im Kofferraum letzten Endes. Also der ist mit Sicherheit hart im Nehmen, aber er klaut halt ein paar Liter, sodass du auf dem Stammtisch, am Stammtisch nicht angeben kannst. Und die Stufe, die entsteht, wenn du die Lehne umklappst, die ist halt auch beachtlich. Ja? Also die ist schon sehr beachtlich da. Das kann man nicht schönreden. Das ist halt einfach so. Punkt. Aber einen Tod musst du sterben. Entweder die Eisbären retten oder viel Eisbärenfleisch in den Kofferraum packen. Nee, Quatsch, darf ich auch nicht sagen. Ne? Wenn euch das Laderaumvolumen nicht genug Platz bietet und der Laderaum nicht ebenerdig genug ist, dann kauft den Nissan Leaf einfach als Van oder als Transporter. Denn das ist mal der nächste Punkt, den haben wir noch nicht gehabt, aber den werde ich euch versuchen zu besorgen. Es gibt den eNV200 und der hat auch die 40 Kilowattstunden Batterie und einen riesen Laderaum. Also insofern, ihr habt die Wahl! Nun, die allererste Nissan Leaf-Generation, die war ja im Design noch so. Geht immer von dem alten Auto da weg, wir machen das neue Auto. Die war ja im Design noch so, dass ich gesagt habe, stelle ich mir lieber nicht vor die eigene Garage, oder? Weil es sieht ein bisschen komisch aus, das Auto. Bei der allerersten Generation, da musste das E-Auto unbedingt aussehen wie ein E-Auto. Davon haben sie sich jetzt verabschiedet. Jetzt sieht der Nissan Leaf aus in seiner zweiten Generation wie ein normaler Kompakter, ja? Ich meine, wir können jetzt über das Design ewig herum philosophieren. Da hat sowieso jeder so seinen eigenen Geschmack. Die größten Design-Details, dem ganzen Thema, in dem Video aus Japan, könnt ihr euch die nochmal anschauen. Ich will eigentlich nur darauf eingehen, jetzt würde ich ihn mir selber in den Hof stellen. Jetzt sieht er gut aus. Liegt nicht nur an diesem fliegenden Dach. Ja, der läuft ja so von der A-Säule
das weiße Blech darüber und an der C-Säule ist so eine schwarze Blende drauf und die sorgt dafür, dass wenn der Floh ein Stück nach hinten geht, dass das dann so fließend aussieht, so fliegend. Ja? Die einzige Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist bei dem Rücklicht. Warum hört das Rücklicht schon hier vorne auf? Hätte man das nicht durchziehen können? Egal. Beim Blick unter die Motorhaube, die immer noch eine Motorhaube ist im Nissan Leaf, denn auch das ist wie bei einem klassischen Kompakten, sieht man den, ja, was sieht man eigentlich? Man sieht so einen Klumpen Metall. Dieser Klumpen Metall, ich nehme mal die Kamera, dieser Klumpen Metall ist die Leistungselektronik oben drüber und das da unten, da wo die so eine leichte Kurve ersichtlich ist mit den Streben, das ist der E-Motor dann und da hinten ist ein Einganggetriebe dran, eine einstufige Untersetzung und das ist dann wiederum eine klassische Antriebswelle, die man da sieht. Ja, der Motor, der leistet bis zu 150 PS, also bis zu 110 kW. Allerdings ist das keine Dauerleistung. Die Dauernennleistung bei dem Auto liegt eher bei 85, also 116 PS, 85 kW. Woran liegt das? Auch E-Motoren werden warm im Betrieb. Er hat übrigens 320 Newtonmeter Kraft. In der ersten Umdrehung, also beziehungsweise von der ersten bis zur 3.500. Umdrehung etwa, hat er diese 320 Newtonmeter Kraft, dieses Andrehen, dieses Anfahrmoment, das ist auch das, was einen beim Fahren mit den Elektroautos immer wieder beeindruckt, dieses aus dem Stand heraus. Und ab dann drehen sich ja die Magnete, dieser Aktuator im E-Motor-Gehäuse, außenrum Magneten innen drin, außenrum Spulen, innen drin Magneten, Innenspulen oder Außenspulen? Innen die Magneten und außen die Spulen, meine ich. Und da fließt Strom. Und je mehr Strom du fließen lässt, desto wärmer wird das. Deswegen gibt es einfach einen Bereich, in dem man sagt, das ist die maximale Leistung für eine gewisse Zeit. Und es gibt einen Nennbereich, wo man sagt, das ist die Leistung, die du die ganze Zeit abfordern kannst. Aber wer sich mal mit seinem Auto auf die Autobahn bewegt hat, der wird merken, er fährt sowieso nicht die meiste Zeit Volllast, sondern immer nur Teillast. Von daher macht es also auch kein Kopfzerbrechen. Die Batterie, 40 Kilowattstunden, sieht man hier jetzt natürlich nicht wie so oft. Was man vielleicht noch sieht, sind die beiden orangenen Kabel, die nach vorne zur Ladebuchse gehen. Zwei für die Schademo, zwei für Gleichstrom, einen für Wechselstrom. Wobei da auch mehrere Kabel drin sind, aber eben nur ein Strang zu sehen ist. Und warum hat er denn eigentlich noch eine 12-Volt-Batterie? Wofür ist denn diese 12-Volt-Batterie gut? Ja, das ist die klassische 12-Volt-Batterie, die in jedem Auto drin ist, die dafür sorgt, dass Licht, Radio, Servolenkung, whatever, dass das alles funktioniert. Und die kriegt ihre Spannung wiederum über einen Spannungskonverter von der normalen Batterie. Da war mal eine Frage, kann man ein Elektroauto überbrücken? Man kann ein Elektroauto überbrücken. Wenn diese Batterie leer ist, kannst du theoretisch genau auch diese Batterie überbrücken. Aber normalerweise passiert das nicht. Denn der wird sich immer dafür sorgen, dass er das aus der großen Traktions, aus der Fahrbatterie die Leistung holt, dass die Batterie nicht leer wird. Ansonsten sieht man nichts. Ne? Und das ist ja das Schöne an so einem E-Auto. Nicht, dass man nichts sieht, sondern da ist nichts drinnen, was du in die Werkstatt geben musst zum Kontrollieren. Ja? Du musst keine Zahnriemen, keine Keilriemen, keine Steuerketten, keine Lichtmaschine, keine Wasserpumpe. Ja, dann natürlich eine Wasserpumpe, aber eine elektrische. Kein Ölwechsel. Es sind so viele Themen, die Werkstattbesitzern, glaube ich, erstmal Kopfzerbrechen bereiten werden, weil ihr Erlösmodell, der Ölwechsel, ja, der fällt weg. Zündkerzen. Früher haben wir ja in der Werkstatt gesagt, hol mal die Kolbenrückholfeder aus dem Lager. Das war so für die Kfz-Mechaniker, Lehrlinge, erstes Lehrjahr immer. Kolbenrückholfeder oder Vergaserinnenbeleuchtung. Ich bin mal gespannt, was in der E-Auto-Generation später die Jungs holen müssen. Hol mal einen Wattmeter oder hol mal einen Meter Watt oder so, ja. Vielleicht fällt euch ja ein Gag ein. Ich habe bestimmt auch ganz viele Kfz-Mechaniker als Zuschauer. Oder ich glaube, in fast allen Handwerksbetrieben ist das so. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Lasst uns mal überlegen, welche Gags kann man den zukünftigen E-Automechanikern verpassen.
Also wird man denen einen Kopf werfen. Bin gespannt. Schreibt unten rein. Let's go. So, wir fahren jetzt los. Oh, wie ich dieses Hass, wie ich diese Einleitungsdinger immer hasse, wenn die Leute irgendwas sagen und dann, wir fahren jetzt los. Ja, natürlich fahren wir jetzt los, das sieht ja jeder. Brauchen wir ja keine. Und ich habe das E-Pedal aktiviert. E-Pedal ist hier ein kleiner Knopf. Mit dem kleinen Knopf hier E-Pedal off, E-Pedal. Mit dem E-Pedal wird man im Prinzip zu einem Einpedalauto. Man fährt nur noch mit dem einen Fahrpedal. Also der linke Fuß, der hat dann Pause. Der kann im Prinzip beiseite bleiben, weil wenn ich jetzt auf eine Ampel zurolle, gehe ich rechts vom Gas und er rekuperiert. Und er rekuperiert so stark, dass es wirklich ausreicht, um im Alltag mit dem einen Fuß zu fahren. Ich habe jetzt in den Kommentaren ja auch schon mal rausgelesen bei euch, es gibt Leute, die wollen das gar nicht. Die wollen nicht dieses Autoscooter-Bedienschema im Auto haben. Also ein Autoscooter hat ja auch keine Bremse, da drückst du einfach nur drauf und dann fährt er, gehst du runter und so. Aber Flo, du bist ein paar Tage jetzt damit circa gefahren. Ich glaube, 2 Tage bist du jetzt gefahren damit. Und du sagst, du hast dich super schnell dran gewöhnt und deine Frau war auch total begeistert von dem. Also es hat keine Hürde, ja. Es ist ja immer so, wenn der Habi das erzählt, dann nicht jeder glaubt mir ja immer alles. Manche Leute sind ja der Meinung, ich will ihnen was verkaufen. Für die Stadt ist es mit Sicherheit die richtige Variante, weil du, wenn du hier fährst, selten rollen lässt. Auf der Autobahn lässt du ja dann eher rollen. Und ich habe es euch bei dem Hyundai Ioniq ja auch erzählt gehabt, dass wir mit dem Ioniq unterwegs waren. Wenn die Energie mal aufgebaut ist, du kannst niemals so viel Energie zurückrekuperieren, wie du zuvor benötigt hast, um deine Geschwindigkeit aufzunehmen. Und deswegen ist es sinnvoller, ein Auto rollen zu lassen. Aber jetzt habe ich zum Beispiel hier einen kleinen Jungen an der Straße gesehen, an der Seite. Und da ist ein Zebrastreifen. Und ich bin einfach nur runtergegangen vom Gas. Und es hat ausgereicht, um in der normalen vorausschauenden Art und Weise, wie der Habi nun mal so fährt, vorausschauend, ruhig, entspannt, und jetzt hier bergab auf die Ampel zu, es reicht aus, um das Auto in den Stillstand zu bekommen, was übrigens auch ein Unterschied ist zu anderen Autos. Es gibt es ja auch beim Hyundai Ioniq, war ja auch die Variante, verschiedene Rekuperationsstärken einzustellen. Die bremsten aber nicht zum Stillstand. Und mit dem E-Pedal passiert genau das. Er rekuperiert bis zum Stillstand, sodass du wirklich, wirklich das Einpedalfahren nutzen kannst. Ne? Ist das cool? Jo, ziemlich cool. Jo, ziemlich cool. Also, es ist effizienter, über Land rollen zu lassen auf der Autobahn, aber es ist einfacher, so in der Stadt zu fahren. Jetzt machen wir es mal aus und jetzt rollt er deutlich mehr, allerdings segelt er nicht, sondern er rekuperiert trotzdem. Allerdings, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mir jetzt hier gewünscht, dass das, zumal sie noch eine Variante haben, wenn du jetzt hier rüber und hinter gehst, bist du auf D. Jetzt mache ich es zum zweiten Mal und jetzt bin ich in B. Und B ist dann wiederum eine Stufe mit einer höheren Rekuperationsleistung. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei Tempo 50 vom Gas gehe, rekuperiert er deutlich stärker. Nicht so stark wie beim Fahrpedal, beim E-Pedal. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, liebe Nissan-Leute, in der anderen Version dann nur zu rekuperieren, wenn der Fahrer auf die Bremse tritt, sodass du die Segelfunktion hast. Und dann hätte man jetzt auf der Autobahn segeln können oder auf der Landstraße. Und dann kann sich der Fahrer ja entscheiden, E-Pedal
oder starke Rekuperation oder eben Segeln, weil ihr habt drei Varianten drinnen. Ihr habt aber im Prinzip nur zwei Funktionsarten umgesetzt. Aber mit dem One Paddle an sich in der Stadt ist es mit Sicherheit die richtige Variante. Ich habe die Kommentare unter dem Hyundai Ioniq Video sehr, sehr aufmerksam gelesen und es gab eine oder zwei Leute, die gesagt haben, sie interessieren sich gerade für diese Geschichte mit den Geräuschen. Wie laut ist es denn? Was hörst du denn wirklich? Und das wäre natürlich bei dem Ioniq interessant gewesen, die zu vergleichen, den reinen E versus den Benziner und den Plug-in-Hybriden. Jetzt sind wir im Nissan Leaf in der zweiten Generation, der ja in der ersten schon gezeigt hat, dass er erfolgreich ist. Das Schlimme für Automobilkonstrukteure bei E-Autos ist, dass dieser Faktor NVH, also Noise, Vibration und Harshness, also Rauheit, Vibrationen und Lärm, eben nicht mehr vom Verbrennungsgeräusch dominiert wird. Also es ist nicht mehr nur getan, ein Auto leise zu machen, indem du den Motor dämpfst, sondern du hast jetzt an allen Ecken und Kanten musst du aufpassen, dass dein Auto leise ist. Und wenn du das tust, so wie sie es hier getan haben, dann fällt dir auf, dass du eigentlich nur das Schnaufen des Motorradfahrers hörst, der gerade vorbeigefahren ist. Erst so ab Tempo, wir sind vorhin ein paar Meter Autobahn gefahren, erst so ab Tempo 80, 90 werden die Windgeräusche überhaupt hörbar. Wir haben hinten den Kofferraum voll. Es scheppert hin und wieder ein bisschen beim Überfahren von Schlaglöchern. Das liegt vor allen Dingen an dem, was wir eingeladen haben. Es liegt nicht an der Verarbeitungsqualität von dem Auto. Das hat mich schon oft verrückt gemacht. Ich sitze in einem Auto und denke mir, oh, was ist denn das für ein scheiß Geräusch? Das ist ja, wie kann ein Auto so billig verarbeitet sein? Bis dann merkst du mein eigener Schlüsselbund, der so an die Lenksäule immer wieder dran klappert. Bonk, bonk. Ja, gut. Passiert auch mal, ne? Mit dem Elektroauto an die Tankstelle, den Gag machen wahrscheinlich unheimlich viele. Aber in unserem Falle, wir fahren ja den Nissan Leaf und wir haben die Weltpremiere in Tokio gehabt. Hier gibt es Sushi. Sushi to go. Ach so, warte mal. Ah ja, okay, das ist... Die Spur gibt auf. Ah, Offenbacher. Offenbacher und ihr Kaiserlei-Kreisel. Wird der hier irgendwann mal fertig werden? Bin mal gespannt, was ich als, wahrscheinlich kriege ich Seniorenfahrtipps, bis der Kaiserlei-Kreisel hier in Offenbach fertig ist, der neue. Sodle. Parkpilot. Parkpilot haben wir jetzt, gibt. Der Hubby Pro-Tipp zum Thema Parkpilot. Lernt parken. Okay? Parken gehört zum Autofahren, wie das Autofahren an sich. Wenn ich parken kann, darf ich Auto fahren. So, kommen wir zum Drive Pilot. Drive Pilot Pro. Wer sich an das Tokio-Video erinnern kann, der kann sich daran erinnern, dass wir die japanische Variante des Systems dort auch schon gefahren sind. Drive Pilot Pro lässt sich hier einschalten über dieses blaue Tästchen, über die blaue Taste hier, zack. So, und dann sagt er mir hier auch, was er macht. Vorwärts aufpassen, Fahrspur aufpassen und toter Winkel. Warte mal nochmal. Und toter Winkel aufpassen. Ne? Und alles mit Alarm. Und jetzt gehen wir auf Tempo 100, machen den Tempomaten an, 100, 103, machen den Abstand auf kurz und Mama, Mama, ich kann ohne Hände fahren. Es ist ein Assistenzsystem. Es ist ein Fahrassistenzsystem. Es kommt jetzt auch schon sofort die Warnung. Hände flossen ans Lenkrad. Jetzt piepst du. Machst die Flossen ans Lenkrad. Nochmal. Auch wenn die Technik jetzt hier auf einem wunderbaren Tag euch dabei unterstützt, euch hilft, das Auto in der Spur zu halten. Es ist ein Assistenzsystem. Es soll dafür sorgen, dass man auch in den Momenten, wenn man mal rüber in die Kamera moderiert und nicht achtsam ist, man trotzdem die Spur nicht verlässt. Ja? Also so mal rechts rüber, zieht er wieder links rüber, zieht er mich wieder in die Fahrspur rein. Ja? Er hält natürlich auch den Abstand, er bremst, wenn jetzt vor mir jemand wäre, bis zum Stillstand runter.
Aber wie gesagt, es ist ein Assistenzsystem. Macht nicht die Fehler. Macht euch die Geschichte mit dem Darwin Award der Tesla-Fahrer nicht dran teilnehmen. Lasst euch unterstützen, aber nicht 100% blindes Vertrauen in ein Assistenzsystem setzen. So, was ist denn noch wichtig? Tempo 100 auf der Autobahn. Geräuschkulisse ist geprägt von den Abrollgeräuschen und Windgeräuschen derer, die vorbeifahren. So ein leichtes Rauschen aus dem Bereich der, von dem Bereich der Reifen zu hören. Das war's. Klimaanlage saust, surrt, brummt, fächelt uns kalte Luft zu. Das hörst du sehr deutlich. Und der Rest ist so schön entspannend. Und das ist ja auch, ich hatte es bei den anderen Autos immer wieder dazu gesagt, dieses Thema neue Mobilität, das entspannt einen so ein bisschen. Ja? Das macht einen, das bringt einen so ein bisschen auf den Boden runter. Der Nissan Leaf, vielleicht die Sache noch, der Nissan Leaf hat keine aktiv gekühlte oder keine aktiv klimatisierte Batterie. Und das fällt so ein bisschen auf den Bereich Verbrauch und Effizienz dann mit zurück. Also mir ist aufgefallen, dass der Ioniq extrem sparsam war. Da würde ich sagen, bin ich mit unter 13 Kilowattstunden gefahren auf 100 Kilometer. Und jetzt null ich auch gerade nochmal beim Leaf. Was auch klar ist, 40 Kilowattstunden Batterie im Nissan Leaf, das ist eigentlich, es ist nur der Anfang. Es wird noch eine sportlichere Variante geben. Ich bin mir sehr sicher, dass es einen Nismo Leaf geben wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass der dann in einer Variante mit 60 Kilowattstunden auch erhältlich sein wird und vermutlich auch ein paar Kilowatt mehr Leistung auf die Vorderachse bringt. Also dieses One-Pedal, da gewöhnt man sich echt phänomenal schnell dran. Von der Autobahn runter an die Ampel, nicht einmal gebremst. Ist wirklich, also, okay. Irgendjemand hatte das in den Kommentaren geschrieben, er mag das nicht. Er möchte gerne die volle Kontrolle behalten. Ich verstehe die Kommentare. Vor allen Dingen dann, wenn es um das Thema autonomes Fahren und Assistenzsysteme und so weiter geht. Aber ich kann euch sagen, könnt ihr euch schon verabschieden von früher oder später. Vielleicht ein kurzer Schwenk. Ich war ja gerade in China. Ich war ja gerade in Peking. Da hätte ich gerne den Flo mitgenommen. Wäre sehr spannend gewesen, wir zwei in China. Und was der Straßenverkehr dort angeht, das kann man sich nicht vorstellen. Ich würde einfach nur sagen, Chinese Dashcam auf YouTube eingeben. Und das ist genau der Alltag. Die sind dermaßen aggressiv in ihrem Fahrstil. Das wird genau dazu führen, dass dann irgendwann mal eine Regierung sagt, so, liebe Kinder, hier in der Innenstadt nur noch autonom. Bumm. Oder hier auf der Autobahn nur noch autonom. Bumm. Und das haben sie ja in China schon mal so gemacht mit der Elektromobilität, mit den Rollern. Hat die Zentralregierung gesagt, in Peking nur noch Elektroroller. Und dann haben die alle ihre Zweitaktroller abgegeben. Kann mir keinen Roller leisten. Scheißegal, das war der Regierung Wurst. Da gab es dann einfach nur, jetzt fahren wir elektrisch. Und jetzt fährst du durch China, durch Peking. Die Luft ist endlich wieder sauberer. Du kannst einigermaßen frei atmen. Und die Roller sind alle leise, als Elektroroller. Zum Komfort ansonsten, Abrollkomfort, Federkomfort, ist gut. Aber da habe ich auch schon lange kein Auto mehr gefahren, wo ich gesagt habe, es ist richtig schlecht. Als Automobiljournalist mit den Testwagen ist ja manchmal so wie mit einer Sushi-Box. Ja? Du machst du vielleicht auch die Sushi-Box und es stinkt nach Fisch. Nach altem Fisch. Und dann manchmal hat man Autos, die muss man dann auch erst schätzen lernen wie Sushi. Ich zum Beispiel, ich habe mein erstes Sushi auf dem Weg nach Japan zur Weltpremiere des Nissan Leaf gegessen. Damals bei der Lufthansa an Bord. Und dann haben wir vor Ort in Tokio hervorragend gegessen. Und es war für mich eine völlige Offenbarung, denn eigentlich dachte ich ja, dieses Sushi ist so ätzendes, totes
ekliges altes Fisch. Ja, und was hat das alles mit Nissan Leaf zu tun? Nun, ich glaube, für die meisten Menschen, die den Nissan Leaf jetzt schon kennen, die ihn schon gefahren sind, diese über 300.000, die bereits verkauft wurden, die haben mit Sicherheit schon festgestellt, dass das Auto mehr als nur ein Geheimtipp ist. Also es kann die Zukunft sein. Und ich persönlich glaube auch, dass das wie mit dem Sushi-Essen für mich ist. Elektroautofahren für uns alle. Ich glaube, ich muss es so nehmen, weil das ist nämlich ein riesen Sushi-Stück. Ich habe keine Ahnung, warum da... Sushi? Sushi ist sehr gesund. Es gibt kaum Japaner, die Übergewicht haben. Der Nissan Leaf hat auch kein Übergewicht. Er hat Idealmaße. Und ich glaube, so gesund wie Sushi für Hubby ist, so gesund ist auch die Elektromobilität für uns als Gesellschaft im Ganzen, wenn wir den Strom aus grünen, aus erneuerbaren Quellen holen. Und dann sind wir nicht nur lokal emissionsfrei, dann sind wir generell emissionsfrei. Und dann macht Mobilität richtig Sinn. Und dann ist ein Leaf. Vor kurzem habe ich noch gesagt, der Hyundai Ioniq ist das beste Elektroauto, das ich mir für dich, mich, uns, für die normalen Menschen mir so vorstellen kann. Mal abseits von diesem Teslas. Jetzt glaube ich, abgesehen davon, dass der Nissan Leaf etwas mehr Strom verbraucht als der Ioniq, ist es ein ziemlich geiles Auto und es ist genau die richtige Lösung. Ist genau die richtige Lösung, wenn wir was tun wollen, wenn wir was verändern wollen. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare. Ich weiß auch, dass die Elektroauto-Community Hyundai Ioniq und Nissan Leaf gerade ganz heiß diskutiert. Ich freue mich auf eure Kommentare unten drunter und würde sagen, mehr Sushi, weniger Big Mac für Hubby. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Auto Hub. Mein Name ist Björn Habenger. Und wenn ihr Sushi wollt, das gibt es in Deutschland mittlerweile an der Tankstelle. Sprit brauchen die E-Autofahrer dort ja nicht. Kann man machen. Ist gut. Da ist noch Wasabi. Wasabi! Allerdings sind diese Stäbchen echt ein Witz. Quatsch. Die Stäbchen sind Quatsch. Wieso habe ich erst so spät kennengelernt, wie gut Sushi ist? Ich glaube übrigens, dass viele Leute, die heute dem E-Auto gegenüber noch so skeptisch sind, eine vergleichbare Situation sind wie Hubby. Hubby gegenüber Sushi, ne? Kenne ich nicht, esse ich nicht. Und plötzlich stehst du dann da, isst Sushi von der Tankstelle, selbst das schmeckt gut. Ich glaube, mit E-Mobilität ist es ähnlich. Man muss es mal ausprobieren und dann kann man sich auch eine Meinung bilden. Da war zu viel Wasabi. Oh Gott, wie viel. Wie lösche ich das? Mach aus. Abschalten.
Wow.